Ein Fußboden mit Fischgrätenmotiv verleiht einem Raum ein besonders edles Aussehen. Aber seine Installation ist nicht so offensichtlich. In diesem Raum stellen wir uns aber dieser Herausforderung. Gibt es noch einen alten Fußboden? Dann kann der weg. Sie brechen den Boden aus und bringen ihn zur Müllverwertung. Oder vielleicht können Sie jemand anderem damit eine Freude machen. Sie können das alte Laminat mit der Hand entfernen, aber tragen Sie stabile Handschuhe. Wenn Sie einen fest verlegten Boden haben, wie zum Beispiel einen Fliesenboden, können Sie Ihr neues Parkettvinyl direkt darauf verlegen. Sie entfernen auch die Unterlage, die jetzt nicht mehr gebraucht wird. Dann putzen Sie alles. Kratzen Sie mit einem Messer allen Schmutz und Unebenheiten weg. Vergessen Sie nichts auf dem Boden, denn Sie werden es nicht mehr unter dem neuen Boden herausholen können. Kehren Sie alles mit einer Bürste zusammen, aber staubsaugen Sie auch danach den ganzen Raum gründlich. Vor dem Verlegen der Vinylplatten ist es wichtig, dass die Oberfläche perfekt sauber ist. Prüfen Sie die Ebenheit der Oberfläche mit einem langen Lineal oder mit einer langen Wasserwaage. Überprüfen Sie auch, ob der Boden ausreichend eben ist. Das können Sie mit einem langen Lineal feststellen. Ist es nicht so, dann müssen Sie ihn zuerst nivellieren. Der maximale Unterschied darf nur 5 mm über eine Länge von 3 Meter betragen. Nehmen Sie eine grobe Schätzung des Raumes vor, indem Sie die Oberfläche messen. Auf diese Weise wissen Sie, wie viele Parkettvinylbretter Sie bestellen müssen. Nehmen Sie zusätzlich 10 bis 20%. Wenn Sie im Fischgrätmuster verlegen, haben Sie etwas Verlust bei Ihren Brettern. Bevor Sie mit dem Verlegen beginnen, packen Sie die Pakete schon in den Raum. Es ist am besten, wenn Sie schon 12 Stunden im Voraus im Raum liegen, damit sich die Bretter akklimatisieren können. Die linken und die rechten Vinylbretter, die Sie zum Verlegen eines Fischgrätenmotivs verwenden, sitzen immer zusammen in einer Packung. Also verwechseln Sie sie nie. Aber wenn die Bretter doch versehentlich durcheinander geraten, kann man sie erkennen, weil sie auf der Rückseite gekennzeichnet sind. Wenn man einen Fischgrätboden aufbaut, muss man sich am Anfang gut konzentrieren. Lesen Sie auch die Installationsanleitung sorgfältig durch, damit Sie einen guten Start haben. Normalerweise fängt man mit einigen Streifen an, die man komplett verlegt und passt den Rest an. Hier beginnen Sie damit, dass Sie Dreiecke an die Wand legen. Die bilden die Grundlage für das Fischgrätmuster, an das Sie später die restlichen Bretter legen müssen. Als erstes müssen die notwendigen Dreiecke gelegt werden. Dazu schneiden Sie 3 linke und 2 rechte Bretter mit Hilfe einer Schablone zurecht. Um das zu erreichen, muss man den Unterschied zwischen den linken und den rechten Bodenplatten im Auge behalten. Legen Sie das erste linke Brett auf die Schablone. Wenn Sie dann die Figur L1 mit einem Teppichmesser ausschneiden, erhalten Sie die obere Ecke des zu erstellenden Dreiecks. Schneiden Sie entlang einer geraden Seite aus, wie Ihr Winkelmaß. Dann kann man die Ecke leicht abbrechen, indem man etwas Druck auf sie ausübt. Wiederholen Sie das für die nächste Figur. Nehmen Sie einen neuen Streifen und schneiden Sie L2 aus. Und mit einem weiteren neuen Brett werden Sie schließlich L3 bilden. Dann fangen Sie an, die Bodenbretter aus dem rechten Paket zu nehmen. Jetzt müssen Sie nur noch die Figuren R1 und R2 zurechtschneiden.
Alle Bodenelemente sind jetzt vorbereitet, um ein solches erstes Dreieck zu bilden. Bilden Sie das Dreieck, indem Sie zuerst das erste linke Brett und dann das erste rechte Brett legen. Dann platzieren Sie abwechselnd wieder links und rechts, bis Ihr Dreieck vollständig ist. Sie klicken sehr leicht ineinander. Sie benötigen einige solcher Basisdreiecke, um schließlich die gesamte Länge der Wand abzudecken. Also fertigen Sie am besten einige Dreiecke gleichzeitig. Sobald alle Teile fertig sind, ist es notwendig, die Mitte des Raumes zu bestimmen. Mal sehen, wie man das macht. Ich habe meinen Laser mitten in den Raum gestellt. Wenn Sie keinen Laser haben, können Sie auch eine Linie mit einem Marker zeichnen oder eine Schlagschnur verwenden. Diese Laserlinie oder die Linie der Markierung ist dann der Bezugspunkt für die Ecke des ersten Dreiecks. Ich lasse den Laser auch als Bezugspunkt für meine anderen Dreiecke stehen. Wenn Ihre Referenzlinie mit einem Laser gezeichnet wurde, stellen Sie sicher, dass Sie den Laser nicht mehr berühren. Fügen Sie dann die Dreiecke ein. Das erste kommt in die Mitte Ihrer Mittellinie. Legen Sie die restlichen Dreiecke daneben, an die Wand und mit den Ecken gegeneinander. Das Dreieck, das in der Ecke des Raumes liegen wird, muss noch nach Maß angefertigt werden. Messen Sie den Abstand zwischen der Wand und dem vorletzten Dreieck unter Berücksichtigung der Dehnungsfuge. Markieren Sie es mit einem Winkelmaß und schneiden Sie es ab. Sie können die Stücke wieder auseinandernehmen und entlang der Schnittlinie auseinanderbrechen. Dann bringen Sie alle verkürzten Teile wieder zu einem Ganzen zusammen. Sobald das Eckstück zugeschnitten ist, können Sie die erste Reihe komplett auslegen. Verwenden Sie auf jeden Fall Abstandshalter, um überall die gleiche Dehnungsfuge von 8 mm zu erhalten. In der Zwischenzeit wurde auch die gegenüberliegende Ecke des Raumes verlegt und Sie können nun mit dem Verlegen des Bodens fortfahren. Verwenden Sie jeweils ein rechtes und ein linkes Brett und verlegen Sie diese abwechselnd. Wie Sie bereits bemerkt haben, können Sie diesen Boden direkt auf den bestehenden Boden verlegen, da der Unterboden bereits am Fußbodenstreifen angebracht wurde. Im Erdgeschoss ist es aber ratsam, eine Feuchtigkeitssperre zu installieren, insbesondere auf neuem Estrich. Jedes Mal, wenn Sie an der Wand angelangt sind, müssen Sie die Ecke des Brettes zurechtschneiden. Messen Sie die Länge des Streifens. Verwenden Sie dann einen Winkelmesser, um den Winkel zu bestimmen. Befestigen Sie den Winkelmesser und übertragen Sie das Maß auf das neue Brett. Ritzen Sie es mit dem Teppichmesser ein und brechen Sie dann den überstehenden Teil ab. Zuerst legen Sie die lange Seite in das Klicksystem. Dann schiebt man das Brett mit der kurzen Seite gegen das vorherige Brett. Die Bretter klicken problemlos ineinander. Um die Naht vollständig zu schließen, klopfen Sie mit einem Gummihammer und einem Schlagklotz. Auf diese Weise passen die Bretter genau zusammen. Wenn die Naht in diesem System nicht vollständig geschlossen ist, setzt sich der Fehler schnell fort, sodass Sie die nächsten Bretter nicht mehr richtig verbinden können. Achten Sie also sehr genau darauf. Wenn Sie einmal richtig angefangen haben, geht diese Arbeit recht gut voran, besonders wenn Sie mit zwei Personen arbeiten können. Sie können beide auf einer Seite verlegen und bis zur Mitte hin arbeiten. In den Ecken gibt es immer dieselbe Vorgehensweise. Mit dem Winkelmesser den Winkel bestimmen,
den Winkelmesser auf die richtige Länge auf das Brett schieben, einritzen, abbrechen und auf das vorherige Brett klicken. Manchmal stößt man auf ein Hindernis, sodass man wie hier eine Einkerbung machen muss, um das Parkettvinyl gegen diesen Stützbalken zu montieren. Halten Sie genügend Platz, was den Einbau erleichtert und auch für die Dehnungsfuge notwendig ist. Ist die Hürde einmal genommen, können Sie problemlos weiter verlegen. Wenn Sie die linken und rechten Vinylplatten sofort an die richtige Stelle legen, greifen Sie immer die richtige Platte und das ist so viel einfacher. Übrigens ist dieser Boden nicht nur für das Schlafzimmer geeignet, sondern wird später auch im Badezimmer verwendet. Dieses Parkettvinyl hat keinen Holzkern, daher ist dieser Typ für Feuchträume geeignet, da der Boden nicht aufquillt, wenn er mit Wasser in Berührung kommt. Klopfen Sie die Nähte weiterhin mit einem Schlagklotz zu. Sie haben jetzt gesehen, wie es geht. Schwieriger ist es nicht. Natürlich kann es ein wenig mehr Geduld erfordern, aber mit einer guten Vorbereitung und einem zusätzlichen Paar Hände ist diese Arbeit auch für den Heimwerker perfekt machbar. Ein Ergebnis, worauf Sie stolz sein können. Bei einem Fischgrätmotiv hat man immer ziemlich viel zu sägen, eigentlich zu schnitzen. Sie können die Vinylplatte leicht zuschneiden und dann brechen, sodass Sie keine Zeit damit verschwenden, jedes Mal zu Ihrer Sägemaschine laufen zu müssen. Und Sie erzeugen natürlich auch keinen Staub. Sobald die letzten Parkettvinylstücke eingelegt sind, können die Abstandshalter noch entfernt werden. Es gibt also Platz für die Dehnungsfuge. Danach werden die Sockelleisten angebracht. Sie decken die Dehnungsfuge zwischen Boden und Wand ab. Sägen Sie die Sockelleisten auf Gehrung und kleben Sie sie mit Polymerkleber an die Wand. Er haftet sowohl an der Wand als auch an den Sockelleisten. Die Nähte der Sockelleisten können mit Acryldichtstoff abgedichtet werden. Der Fußboden mit Fischgrätenmuster ist jetzt vollständig verlegt und die Verlegung ging schneller als erwartet, weil wir Click-Vinyl-Dielen verwendet haben. Wenn Sie sich diese Folge noch einmal anschauen möchten, können Sie unsere Website dobbit.be besuchen. Über unsere Website können Sie auch unser Online-Magazin abonnieren. Und wir sehen uns dann bei meiner nächsten Aufgabe. Bis zum nächsten Mal.